Hallo, ich habe diesen Mini-Bluetooth-Lautsprecher als Produkttest erhalten. Meine Meinung ist aber unbeeinflusst. Schauen wir ihn uns mal an. Den Karton zu öffnen, das ist schon mal eine Einweggeschichte. Hier unten haben wir ein kleines, süßes USB-Kabel. Fasst sich auch sehr dünn an. Ja, ist so eine Notlösung für unterwegs. Ich bin immer der Meinung, solche Kabel könnten länger sein. Hier haben wir den Lautsprecher. Und hier haben wir noch einen Karabinerhaken. Dann die Anleitung. Sind also auch Bilder, was man damit wie machen soll. Ja, der Lautsprecher ist hier mit so einer Art von Jeansstoff bezogen. Und hier oben hat er so eine Holzkante. Dazwischen Plastikring und Stoffring. Ja, da ist ein Einschalter plus minus und für die Bluetooth-Verbindung. Und hier ja, sieht aus wie ein Kopfhöreranschluss und ein USB-Anschluss. Was es genau ist, muss ich in der Anleitung nachlesen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das ist eines zum Laden, das ist klar, das andere keine Ahnung. Ja. Gucken wir mal, ob er Strom hat. Oder ob ich ihn erst laden muss. Er hat Strom. Bluetooth blinkt. Ja, er macht eigentlich einen schönen Eindruck. Man kann ihn gut irgendwo hinstellen. Er sieht gut aus. Wie der Klang ist, werde ich ausprobieren. Und ich danke soweit, dass ihr euch das Video angesehen habt.